Turm sein Licht in die Dunkelheit sendet, den Schiffen zur Wegweisung und Orientierung, so steht die Kirche in der Diaspora als Helferin und Retterin in seelischer und leiblicher Not. Im katholischen Land dringt der Ruf der Kirche weit, weit über die Gemeinde hinaus. Im katholischen Land können die Gläubigen im Allgemeinen in einer halben Stunde beim Gotteshaus sein oder der Seelsorger bei seinen Gläubigen. Diese kleine Glocke kann nur von wenigen gehört werden. Keine Glocke ruft, hier gibt es keine. Und selbst wenn eine da wäre, keiner der Gläubigen würde sie hören. Nicht, weil sie nicht hören möchten, sie können nicht. Der Nächste wohnt hier. Und die übrigen noch weiter weg. Auf diesem großen Gebiet ist die kleine Gemeinde von 950 Seelen zerstreut. Viele Kilometer müssen die Gläubigen zurücklegen, um zu ihrem Gotteshaus zu kommen. Weite Wege. Und bis zu 60 Kilometer hat der Hirte zu bewältigen, um seine zerstreute Herde zu betreuen. Weite Wege in die Zerstreuung, in die Verlorenheit. Das ist Diaspora. Kirchgang. Solange man den Weg zum Gottesdienst zu Fuß bewältigen kann oder per Fahrrad, ist es gut. In einem Bauernwagen kann es gemütlich sein, wenn es zur Hochzeit geht, sogar lustig. Mit der Straßenbahn oder mit der Vorortsbahn geht es schnell. Schwieriger ist es aber mit der Eisenbahn. Der Gottesdienst kann sich nicht immer nach dem Fahrplan richten. Und Orte, die nur mit dem Autobus zu erreichen sind, müssen ihren Gottesdienst werktags halten. 10 bis 12 Kilometer weit ist ihr Anmarschweg. Und dann haben sie noch 5 Kilometer bis zur Kapelle zurückzulegen. Die haben es leichter. Sie brauchen nicht selber zu rudern. St. Antonius in Münster. Glocken rufen die Gläubigen zum Sonntagsgottesdienst. Erst Minuten vorher müssen sie das Haus verlassen. Die Kirchwege sind kurz und gut. Sie können sogar zwischen 2, 3 Kirchen wählen. Schon auf dem Weg zur Kirche fühlen sie sich als Gemeinde. Hier ist der Kirchenbesucher kein Einzelgänger. Sie finden einen Gottesdienstraum vor, neu gestaltet nach den Bestimmungen der Liturgiereform. Sie sitzen im Warmen und haben es bequem. Sie werden getragen von der großen Gemeinde. Die Kirche, die dies alles in Fülle hat, trägt Verantwortung für die Kirche in der Not, in der Diaspora. Aus dieser Verantwortung heraus gründeten Laien bereits 1849 den Bonifatius-Verein. Seine Aufgabe ist es, die Not in der Diaspora zu wenden.